Ja, warte wohl. Zwei ins schauen. Zwar zwei. Ja, unsere. Das ist ein Rollenspiel, ne? Finde ich gut. Geht zur Voreinstellung natürlich nicht. Okay, Leute, was machen wir denn da? Engine nicht so hoch. Wie hat der vorher gemacht? Das ist ein bisschen schwierig jetzt, Leute. Ist schon zu überlegen, bitte. Rollenspiel ist Gameplay, glaube ich, sehr wichtig. Storyquests auch. Ich sage Storyquests mehr als Gameplay. So will ich das machen. Hoffen wir es kein Reinfall. Okay, wen haben wir eh nicht gemacht? In 4 Wochen. Können wir mit dem noch mit dem Spieler mitmachen? Ich glaube nicht, ne? Naja, schade eigentlich. So, Level Design ist wichtig. Ist ein Rollenspiel, sind Dialoge natürlich auch wichtig. Hallo. Aber alles ist wichtig. Künstliche Rollenspiele nicht. Wohl doch auch. Auch. Scheiße. Level Design ist auch sehr wichtig. Künstliche Intelligenz, Leute. Künstliche Intelligenz? Schwierig. Eigentlich ist das wichtig, aber Dialoge sind bei einem Rollenspiel auch wichtig. War echt ein Rollenspiel gewesen? Ich habe es mal so gelassen, wie es war, aber war es echt ein Rollenspiel? Okay. Kein Plan, Leute. Ich glaube, das Spiel wird nicht so gut. Ich bin gerade verwirrt. Boah, doch, es könnte. Mal schauen. Machen wir sowas dann noch. Sieht mich gar nicht so schlecht aus. So, Spieldesign, Grafiken. Muss so lassen. Spielweltdesign ist sehr wichtig. Grafiken auch. Sound kam ein bisschen höher eigentlich. Wobei Spieldesign vielleicht noch wichtiger ist. Grafiken, so machen wir das mal. Ja, könnte was werden. Sieht sogar sehr gut aus. Huch. Was ist denn da passiert? Wird das ein gutes Spiel? Ich weiß ja nicht. Ach, guck mal. Nice. Gerade Bugs raushauen. Okay. Nicht so viele, ne? Irgendwie. Schade. Aber okay, so eine Fortsetzung, ne? Hau die Bugs raus. Hype 55. Neuer Rekord. Ansonsten, ja, hau mal raus, komm. Videowiedergabe. Ach geil. Richtig geiler Stuff dazu. Okay. Keine Stadt. Was war denn gerade für ein Trend gewesen? Kein Plan. Ach schon, haben wir noch gar nicht gemacht, ne, von Spy oder Die. Ja, machen wir auch mal. So. Und was gibt's? Eine 10? Was? Nice! Ja, ich sag ja, Spy in the Town ist geil geworden. Das auch. Nice. Das ist schon die Fortsetzung. Ihr wollt noch eine Fortsetzung? Okay, dann gibt es immer noch Spy in the Town 3. Die lässt du dann. Ja. Gefällt mir. Aber doch mal ein Spielbericht. Danke. Kannst du vielleicht ein bisschen forschen? Ich möchte bald was Neues haben, bitte. Wow, Detektiv ist cool, aber nein. Ich würde halt gerne bald wieder eine Engine machen. Allerdings möchte noch coole Sachen drin haben. Wir können uns mal für 15 holen. Nur. Wir sparen mal auf Gefährten. Muss halt kurz warten. Ja, es geht. Nur. Also Spy or Die Umsatz. Okay. Was? Matze Game hat kürzlich eine Fortsetzung eines Spiels Spy in the Town veröffentlicht. Das neue Spiel wäre Spy in the Town 2 und wurde mit großartiger Wertung am Markt angenommen. Nice. Ja, ciao, komm. Dann sehen wir mal, was wir hier einnehmen. Dialoge ist ja wichtig. Ja, okay. Spy oder war das, ne? Ne, das ist Spy oder Die. Ja. Ich sag ja, Spion und Strategie ist eine scheiß Kombination. Die wollten es ja so haben. Also sind selbst dran schuld. Und sonst habe ich ja selbst dran schuld, mal ganz ehrlich.
Haben wir Pech gehabt. So, wir machen mal einen Auftragsrabatt. Oh. Das, meine Damen und Herren, die Überraschung des Jahres ist Spinetown 2 von Matze Gaming. Das Design der Spielwelt ist vom Feinsten. Oh. Mutig, fantasievoll und kompromisslos wird die atemberaubende künstlerische Vision umgesetzt. Nur ein Spiel mit... Was? Nur ein Spiel? Mit Einhörnern, Regenbögen und Piraten und Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Nice. Wir machen eine Auftragsarbeit. Ich möchte mehr Punkte hier oben haben. Dann für einen neuen... Ne, für eine neue Engine. So wollte ich sagen. Auftragsarbeit finden. Wir können es was in 3 Wochen. Schaffen wir, denke ich. Was Geld gibt auch ein bisschen. Schaffen wir das? Ja, komm. Erstmal was Kleines, erstmal gucken, wie viel da schaffen wir überhaupt. Sieht doch sehr gut aus. Ja. Und vielleicht noch eine Auftragsarbeit finden. 3 Wochen können wir vielleicht nicht schaffen. Das ist ein Schiss, ehrlich gesagt. Lass mal das hier machen. Und go. So, bitte keinen Kaffee trinken. Ey, lass das. Komm, gib Gas. Wow, ging schnell. Komm, wir brauchen noch einen scheiß Punkt. Mann, ey, man hat noch einer. Ich will nicht übernehmen, aber. Komm, das geht doch. Bitte! Oh, das wird schwer werden. Machen wir Minus? Ich weiß nicht. Sieht doch stark danach aus, oder? Schaffen wir das? Hälfte haben wir. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Nee. Schade. Oh, wie knapp. Na gut. Ja. Schön. Okay, war nicht schlimm. Wir haben jetzt das, was ich haben wollte. Wir werden jetzt keine Fortsetzung. Wir werden forschen. Hier. Bitte. Wo sind sie? Oh fuck, Soundtracks auch noch voll wichtig, Leute. Oh, KI-Gefährten und Soundtracks möchte ich auf jeden Fall drin haben. Na gut, und die andere macht schon mal ein Spiel? Hm. Ajo, ja. Ich hatte ja wohl zu zweit, oder? Danke. Master V, was ist das denn überhaupt? Egal, weg damit. Brauchen wir nicht. Quiver. So. Nice, nice, nice. Dann kommen wir fertig. Wir machen noch mal ein weiteres Spiel. Und dann schauen wir mal. Ein neues Spiel. Mittel? Oder klein? Immer ein kleines. Machen wir mit der neuen Engine wieder ein mittleres Spiel. Ja. Ein Fiction. Action. Action. Engine. Was? Oh, voll verschrieben. Fantasy. 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 Ach, scheiß drauf. Wenn ich was falsch schreibe, Leute, sorry. Ich, ist schon spät. Ich will dir gerade einen coolen Namen. Ja. Fantasy. Scheiß drauf. Das passt für alle. Das sollte Kinder und Jugendliche. Ach, für alle kommen. Scheiß drauf. Und weiter jetzt. Ich, damit weiß ich nicht genau. Ist immer ein bisschen schwierig. Ja, go. Macht mal. 40 Punkte da oben stehen im Arm. Da gibt es eine neue Engine. Gameplay ist wichtig für ein Action-Spiel. Naja. Fantasy ist Story vielleicht ein bisschen wichtig, aber die Engine. Hallo? Gameplay, okay. Story und Quests ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Ein Action-Spiel, hallo? So was. Das ist schon halb. Nice. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich will nichts Böses machen. Na, ich möchte keine Scheiße haben. Nein. Hallo, ich bin Jason Queen. Ach, schon wieder der Typ. Ja. Ein weiteres Interview machen wir gerne. Was?
Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Fiction-Action-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Level-Designs oder auf Dialoge setzen? Mehr Dialoge ist ein Action-Spiel. Mehr von Level-Design. Danke für die Zeit. Dialoge nicht, weil Action. In einem kürzlichen Interview mit Matze Gaming haben wir über das kommende Science Fiction. Ey, nicht so viel. Hallo. Hallo. So. Science Fiction Action Spiel gesprochen und haben Firmengründer Matze LP gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Matze LP, dass Level Design besonders wichtig für so ein Spiel sei. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Oder man nimmt einfach mehr Zeit und macht alles. Aber das können wir hier natürlich nicht machen. Nein. Ja, Actionspiel, keine Dialoge. Oder wenig. Actionspiel, das da. Wichtig. Auch wichtig, aber künstliche Intelligenz. Weil Action, Science Fiction. Hä? Sehr klar. Go. What? Neues Playlist, um 2. Geil! Da hab ich Bock drauf. Warner kündigt heute das heiß ersehnte Nachfolgermodell seiner beliebten Playlisten an. Da machen wir momentan nur Spiele drauf, von daher. Die Playlist 2 ist mit einer besseren Hardware ausgestattet, um mit der neuen Generation von Spielekonsolen wie der Dreamcast konkurrieren zu können. Gerne. Der Schwerpunkt der Playlist 2 liegt, anders als bei der Dreamcast, nicht auf Online-Spielen. Die Konsole setzt stattdessen auf die Stärken des Fallout-Modells. Ein solider, verbesserter Controller mit Vibrationsfunktion, eine verbesserte Grafik, eine Verlegungsfunktion und sogar Kompatibilität mit Playlist 1-Spielen. Nice. Ja, wenn das Spiel Hit wird, ne? Da. Vielleicht. Neu und so. Mehr Leute. So. Data wichtig, Data nicht wichtig, Data wichtig. Sag mir das Ding. Was sag ich dazu? Ich sag, dass das auch wichtig ist. Relativ. Allerdings Sound und Grafik, Spieldesign. Ja, komm. Machen wir so. Okay, wird das was oder wird's nix? Mach's davor, wird nicht mehr unterstützt, ist mir scheißegal. Aber ich nie was drauf gemacht. Geld sieht momentan ganz okay aus. Fans, ja, okay. Aber wir müssen dringend. Alter, 30. Was macht ihr denn, Alter? Das ist doch kein Bug City hier. Bug City. Naja. Seit ihrer Marktführung ist Dreamcast von Wena einer der bestverkauften Konsolen von der Geschichte. Neuerdings scheint jedoch die anstehende Veröffentlichung von PlayStation 2 die Verkaufszahlen zu bremsen. Ja, weil PlayStation ist geil und ich will dafür auch viele Spiele machen. Wenn es direkt nach einem Release kaufen und Spiele machen. So mittlere Spiel dafür? Ja. Ja, bald gesagt, vielleicht Schwierigkeit mit dem. Ist mir schon klar. Hau die Bugs drauf, Alter. Schöne Spiele, viele Bugs. Sehr schlecht. So, dafür so viel Zeit haben wir. Komm, haut's alle raus. Neuer Rekord? Jawohl. Hier leider nicht so viel, aber okay. Komm, mach den noch. Okay, Levelaufstieg. Spielveröffentlichung. Ernsthaft? Na gut. Zwischensequenzen. Oh Leute, so viel coole Sachen für eine neue Engine. Wo kann ich alles machen? Das ging auch schnell. 8 wahrscheinlich, oder? Ja, ist doch okay. Solides Spiel. Komm. What the fuck, Informer Gamer? Was soll das denn? Okay. Okay, das ist ein Arsch hier, Informer Gamer. Okay. Spielbericht. Gib her. Ihr müsst forschen. Wir müssen eine Auftragsarbeit machen. Was? PC-Software Giant Microsoft hat schon heute angekündigt, mit einer eigenen Konsole namens Xbox in den Markt einsteigen zu wollen. Xbox wird wahrscheinlich nicht so viel machen, weil ich sag mal so, man kann nicht sagen, Xbox oder PlayStation, so gesagt, was der Unterschied, was besser ist, aber ich spiele halt PlayStation, wenn überhaupt, eigentlich nur PC, aber manchmal auch ein bisschen PlayStation, aber sehr selten mittlerweile, eigentlich nur auf PC, aber Xbox habe ich an sich nie gespielt und von daher werde ich nur was für die PlayStation machen. Xbox wahrscheinlich eher nicht so, aber mal schauen, vielleicht, wenn auch immer alle sagen, ey, hier voll geil, dann machen wir auch dafür was. Mal schauen. Ja, beeindruckend. Die erste Vorführung war
waren beeindruckend. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Xbox gegen die beliebte Dreamcast und die kürzlich angekündigte und lang ersehnte PlayStation 2 behaupten wird. Die M-Box sollte in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Nice. Wie viel Geld gibt's? Können wir uns was Neues leisten? Okay, Engine muss warten. Schnell ein Spielbericht und dann direkt ein Spiel. 100.000 monatliche Kosten, ach du Scheiße. Auch fertig. Ja. Großartige Kombination. Story scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Okay, war schon klar. Gameplay ist wichtig und großartig. Okay, jetzt ganz schnell, Leute. Neues Spiel.